今何かいた気がしたけど。気のせいか。Okay. Er ist direkt geflogen und geeilt. Zu seiner Herzallerliebsten. Nicht angreifen. Angel Copy. Das ist ein Wall-E. Korea, domo. Mamotte kureta no kana? So, mitai da na. Rekka. かわいそう。アンジールもどこかにいるのか。あの子なんだか悲しい。お前、何しに来たんだよ。ねえ、花売りワゴン作ろうよ。うん。でもさ。大丈夫。分かってんだろうな。そこでじっとしてろよ。あとは俺が何とかする。Aber erst Blumenwagen. Hanauri-Wagon. Zukuroyo. Bisschen klingt sie auch wie so eine kaputte Schallplatte. Hora, Zax, kochi kochi. Ah. Na, Eris. Wagon ga dekita ra, ue no machi demo uru ndaro? Mada chotto kowai kara. Mazu wa slumをお花でいっぱいに。何言ってんだよ。上に行くときは俺が一緒だ。心配すんなって。ザックス、ありがとう。よし、そうと決まればさっさとワゴン作っちまおう。俺、材料集めてくれよ。エアリスはここで待ってろ。うん。Okay, wow, erstmal 5000 E-Mails.Dann lesen wir die doch mal zuerst. Cisny, oh oh. Jetzt steht er auch schon so ein bisschen im Kreuzfeuer, ne? Ist die Frage, steht er auf jüngere oder ältere Frauen? Weil ich würde mal annehmen, Cisny ist älter als er. Andererseits, wenn sie Kindersoldaten haben, weiß man nicht so genau, ne? Ich würde sie aber tatsächlich mal fast auf 18 schätzen wollen. Man weiß es aber nicht.Hast du gerade Zeit? Seit dem Verschwinden von Lazard herrscht bei Soldat sicher völliges Chaos. Da Direktor Shinra sich nicht anders zu helfen weiß, brummt er uns Turks die ganzen Aufträge auf. Meinen Urlaub haben sie mir einfach gestrichen und ich schieb eine Überstunde nach der anderen. Und dass das natürlich, neulich kein Freizeitvergnügen für mich war, hast du sicher auch bemerkt. Tut mir echt leid. Wie geht es dir in letzter Zeit? Du bist sicher erschöpft. Wie wär's mit einer weiteren Auszeit am Meer? Wer gute Arbeit leisten will, muss sich ab und zu eine Pause gönnen. Ja?So. Sky, du kannst von mir kein Mitleid erwarten, dass du Taylor Swift gucken musst, wenn du hier Cisny absolutes Prime Entertainment haben könntest. Ich kann dich da leider nicht trösten. Tut mir leid. Vielleicht ist es ihm auch egal, solange es legal ist. Ja, wieso eigentlich nicht beide? Ja? Aber Zack hat auf jeden Fall so ein Ding für braunhaarige Mädchen.
Ich denke, wenn Aerith nicht Aerith wäre, hätte sie vielleicht auch braune Augen. Aber sie muss leider Marco grüne Augen haben, aus Gründen. Ich sehe alles. Na, wo steckst du? Soll ich mal raten? Bestimmt bei diesem Mädel namens Aerith, nicht wahr? Ha, erstaunt. Ich sagte dir doch, ich habe meine Ohren überall. Du brauchst mir kein Wort zu sagen und doch weiß ich alles, will heißen. Du kannst vor mir nichts verbergen. Aber so ist das unter guten Freunden, oder? Also, wende dich einfach mit allem an mich, was dir auf dem Herzen liegt. Du kannst mir deine Sorgen ruhig anvertrauen. Bin ein guter Zuhörer. Ich fänd's so witzig, wenn wir Kunzel in Rebirth nochmal sehen würden. Weil ehrlicherweise, wenn ich Zack wäre, wäre der Erste, den ich aufsuchen würde nach Aerith, Kunzel. Und ich habe irgendwie immer gedacht, hey, vielleicht wird Kunzel irgendwann mal noch böse. Aber naja. Ja, okay, das ist natürlich fair. Das FBI könnte jeden Moment vor der Tür stehen. Aber für Zack ist es kein Jailbait. Für Zack ist, glaube ich, alles gut. Ich glaube, für Zack ist alles supi. So, das sind nochmal Läden. Ich weiß nicht, ob wir die machen sollten. Wo ist meine Trusty-Liste? Ich schreibe es mir mal auf. Also der Accessoire-Laden könnte eventuell ganz nützlich sein. Und das Schildkrötenparadies war, glaube ich, auch für irgendwas mega nützlich. Aber ich weiß nicht mehr was. Warum ist mein Notizbuch nass? Das Ding ist halt echt... Also Aerith müsste 14 sein. Zack ist jetzt so 16, 17. Es hat, glaube ich, einen kleinen Zeitsprung gegeben. Von so ein paar Wochen. Die Frage ist halt, wie alt ist das? Nee. Ich würde sie mal so zwischen 16 und 18 schätzen, aber man weiß es halt nicht. Wie alt muss man sein, um den Turks beizutreten? Das weiß ich leider nicht. Gute Arbeitsteilung. Reno lauert wahrscheinlich wieder irgendwo im Gebälk. Der alte Spanner. Bin aber ein bisschen traurig. Irgendwie hat Reno nicht so viel Screentime in dem Spiel, wie er sie haben könnte. Hallo? Ach, die Koppel. Ja, passt bloß auf Aerith auf, du Lümmel. So ein Lümmelschlümmel. Wo ist eigentlich Zhang, wenn man ihn mal braucht? Wenn da so eine Armee von Wallys anrückt, um einen Platz zu machen. Sind das so Shinra-Aufräum-Roboter? Sieht halt so ein bisschen aus wie so Müllroboter. Andererseits haben sie halt eine Knarre, ne? Das weiß ich halt auch nicht. Er hat Cool-Biss-Anzüge. Cool-Biss! Er ist einfach zu cool. Nicht schubsen! Bam! Nein! Oh, jetzt hätten wir nochmal den Cursed Mogri sehen können. Damn. Da ist er ja. こいつらは新型の自走式兵器だ。モンスターを感知して攻撃する対ジェネシスコピー兵器として兵器開発部門がミッドガルに配備したものだ。ミッドガル内のコピーたちはこの新型がほぼ排除した。すげえな。 俺も襲われるんだよ。モンスターとソルジャーの区別もつかないのか？今のところはな。気に入らねえな。そのうち改良されるさ。ついでにゾン、あんたも気に入らない。エアリスを監視してたんだろ？まただんまりかよ。タークスにはタークスの仕事がある。お前がエアリスと遊びたいなら。 別に止めはしないさ。な、遊んでないっての。俺だってソルジャーとしてエアリスを守るために。兄ちゃん、花売りワゴンを作るんだってね。
すごいの作って、エアリスをびっくりさせようよ。 Hey Bruno. いやいや、これはだな。エアリスを守るために。 おい、ちょん。 Aber ehrlicherweise sollte er schon ein bisschen mehr um ihre Sicherheit bemüht sein, oder nicht? Weil ich meine, es ist ja eigentlich die Aufgabe der Turks, Aerith zu beschützen. Ich meine ja nur. Der Bau eines Blumenwagens. Um einen Blumenwagen zu bauen, brauchst du Werkzeug, Holz, Räder und eine Anleitung. Schreib das auf. Sammle Materialien für den Wagen in Sektor 8, auf dem Markt in den Slums von Sektor 5 und auf dem Kirchplatz in Sektor 5, um einen wunderschönen Blumenwagen für Aerith zu bauen. Okay. Können wir Bruno als Rat verwenden? この辺に落ちてないのか。だ。あると思うよ。探してみたら。 Da. Oh, 何か落ちてる. Das ist ja ultra offensichtlich. Ist das ein Helm? なんで兵士のメットがこんなところに? Cloud, bist du da? まさかこの土の中には。さすがスラム。 Gut, das hat uns wohl nicht weitergeholfen. Nehmen wir mal das hier. Oh, gebrauchtes Werkzeug. Sweet. さすが兄ちゃん、いいもの拾ったね。その工具があれば、花織りワゴンでも新ラメカだって作れそう。 Ich möchte keinen Mecker bauen, danke. 次は木材だね。肌触りがいい、綺麗な木目のやつがいいよね。うん、木材か。どこかに転がったりしてないかな。あ、確かスラム Ich habe das Gefühl, er wird mich über den Tisch ziehen. Ja, man kann ja eigentlich drei Wagen machen. なんだっけ? スラムマーケットに木材が落ちてるとか言ってたな。 Aber nur, wenn man genau weiß, was man tut. Und ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Liegt jetzt hier noch Zeug rum, das ich aufheben kann? Ist hier was ultra witzig wäre? Wenn einfach Johnny hier rumlaufen würde. Das macht immer wegen ein bisschen gebrauchtem Werkzeug nicht ins Hemd hoch. Ein Newsletter von Shinra. Personalsache 207. Ich habe das Gefühl, wir bekommen irgendwie sehr viel auch nicht mit. Folgende Personen sind im Dienst für Shinra gefallen. Lazard, Deusiricus und Hollander. Nun, letzteres ist eine Lüge, das wissen wir schon mal. Irgendwie wird viel gestorben. Kann das sein? Wird viel gestorben bei Shinra. Ständig fällt irgendjemand. Ist besonders lustig bei den Leuten, die ja eigentlich im Büro arbeiten, ne? Ist er ausgerutscht, hat sich am Tacker gestochen, oder wie genau soll er verunglückt sein? どうしたんだ?人探しか?違うの。おじちゃんが帰ってくるのを待ってるの。Will der dir einen Hasen zeigen? Einen richtigen Hasen? Dann lauf. 最近ミッドガルの周りにいっぱいモンスターが出てるらしいの。おじちゃん、モンスターを退治してくるってみんなとミッドガルから出て行ったんだけど。帰ってこないのか?帰ってくるもん! Oh,
Okay. Das klingt gar nicht zwielichtig oder so. こっちに来てからもずっと文通してるんだよ。やっぱり彼女に会いたいよ。でもすっごい遠いんだよね、ニブルヘイムって。 Oh, ich habe ganz schlechte Nachrichten für dich. Vielleicht solltest du deine Freundin nach Midgar holen. Ist aber nur so eine ganz, ganz verwegene Idee. Ja, für dubiose Onkel arbeiten. Mach mal lieber nicht. Wow, wie schnell die Stimmung umschlägt. Letztes Mal haben die noch Soldat gespielt, ne? Weiß nicht, kenne ich den? Chat, kennt ihr den? Ich habe noch nie von Zack Fair gehört. Keine Ahnung, wer das sein soll. Autsch. Vielleicht sollte dieser unwichtige Soldat dich einfach mal übers Knie legen. Eventuell überdenkst du dann deine Meinung. Mann, seine armen Gefühle. Der arme Zack. Hey, guck mal, da sind auch... Nevermind. Sind doch keine Blumen. Ich hab mich geirrt. War nur Müll. Oh nein, das sind die ganzen Minispiele. Oh nein. Das ist ja nett. Ich meine, die müssen auch gucken, wo sie bleiben, schätze ich. Aber 120 Gil oder wie viel? 90 Gil. Toll. So, Chat, Mathe. Das ist euer Vor. Mhm. Es gibt nicht mal 6 Kinder in den Slums. Es gibt nicht mal 6 Kinder. Ich glaube, es gibt höchstens 3. Mach mal. Drei oder vier. Das weiß ich doch nie. Dachte, ich dürfte mich dann noch umhören oder so. Weiß ich nicht. Darauf verwette ich mein Haargel, ist aber schön. Dummy 6 kommt doch gar nicht vor. Ich hätte auch 4 gesagt, Okay, 4. Yosh, sore ja ima kara count suru zo. Ich glaube, es gibt nicht mal 4 Kinder in den Slums, aber let's go. Ein dickes Kind. 2 dicke Kinder. 3, 4, jetzt keine mehr. Stopp. Stopp. Keine Kinder mehr. Sky hat recht. Perfekt. Oh, yaruna, woher wusstest du das?
Hast du das vierte Kind versteckt oder wieso wusstest du, dass es noch eins gibt? Nice. Müssen wir die eigentlich alle für den Blumenwagen gewinnen? Ich weiß es nicht mehr. Muss man vor allen Dingen für Platin muss man hier immer richtig liegen, glaube ich. Ich glaube, die haben alle eine Trophäe. Viel gewinnt war dahin. Oh oh. Ärger im Paradies. Vom Laster gefallen, klar. お兄さん、あんた結構足速そうだな。わ？やっぱり。そうじゃないかと思ったよ。お兄さん、ちょっとここでバイトしていこう。街に落ちてるマテリアを集めてくるだけの超簡単バイト。すぐ終わるからさ。あ、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 あ
花売りワゴンか。実はわしは大工でな、7番街スラムに住んでいるんだ。ここへは材料の買い出しに来ている。これも何かの縁だ。少しなら君に木材を分けてやろう。Hat das richtig? Jedes einzelne Brett, ja? Fein säuberlich hindrapiert. Das ist Kunst, okay? Das verstehen wir nicht. Das ist ein Arrangement. Das ist wie Ikebana, nur mit Holz. Er kommt ja auch nicht von hier. Er kommt ja aus Sektor 7. Das ist... Ist da der Wall Market? Ich weiß gar nicht. Nee, da ist tiefer Seventh Heaven, glaube ich. Weiß Bescheid. Slum ist nicht gleich Slum. Okay, sagen wir, es gibt den siebten Himmel noch nicht. Wir arbeiten gerade dran. Er, der da, disst ihn nicht, der baut Tifas Bar. Seid nett zu ihm. Sono Sakaba no nao kangaete moraitai. Sakaba no namae? Mise no namae ga kimareba, visual ga ukabi, sono mise no image ga hirogatte iku. Ja, Tifa ist noch in Nibelheim, korrekt. Der Nibelheim-Inzident kommt ja gleich erst noch. Tifa ist 15 und trägt ein Cowboy-Kostüm. Und dann stirbt Tifa vielleicht einfach. Tja, schade, dann wird sie niemals eine Bar eröffnen. Tragic. Zutto atama o kakaete otta ga, sense no ii namae ga mattaku ukaban. Sonna no kantan. Guten Argumente hat sie noch nicht, sie ist 15. Jailbait. Schildkrötenparadies. Essen wie in Wutai. Klar, wieso auch nicht. Starlet. Der neue Stern am Barhimmel. Das sind aber auch keine guten Namen so. Also selbst wenn ich es nicht wüsste, dass es der siebte Himmel ist, die anderen sind echt kacke. Sebuns Hebun. Verzeihung, natürlich. Das ist, was ich meinte. Ich find's auch toll, wie sie alle weder Zack noch Genesis aussprechen können. Sie sagen immer Genesis. Sie können einfach Genesis nicht sagen. Ich verstehe nicht, warum. Sie sagen immer Genesis. Hab ich das mal aufgefallen? Ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich lache, weil sie immer Genesis sagen. Nun. Wir können ja Tifas Argumente gleich, wenn es dann soweit ist, beurteilen. Ich überlasse das dann euch. Aber noch ist es nicht soweit. Seven's Heaven. Simple, aber konzeptとしては良いな. Ja, und Tifa kann jeden, der ihr blöd kommt, auch in den siebten Himmel boxen. Ich meine, das ist also, ne? Mit der einen oder der anderen Option. Heaven というからにはふわっといい気分にしてくれるんだろうな。おお、いいなそれ。酒と料理はもちろん、従業員も一流で、プレートの上のようなおもてなし。うん、最高。うん。そしてバーの地下には誰も知らない秘密の部屋が存在する。Was genau schwebt ihm für eine Bar vor? Ich hab Fragen?半神羅組織のアジト。Okay. まさしくスラム街の酒場と言えよ。Es klang jetzt eher so nach dem Geheimraum vom Dorn, aber naja, also, ne, dem Pornokeller vom Dorn. Aber ja, er sagt einfach die Zukunft voraus. Krass, oder? 俺、神羅のソルジャーなんだけど。想像が暴走してしまった。いやはや、気に入ったよ。オンに切るぞ。では、約束通り、木材を分けてやろう。Wir nehmen also gerade Tifa das Holz für ihre Bar weg, damit Aerith einen Blumenwagen bekommt, den sie nie benutzt, weil sie später immer mit einem Körbchen rumläuft. Okay. Ich mein, ja. さすが兄ちゃん、木材見つけてくれたんだね。うん。
いぶ集まってきたね。次はワゴンの車輪を探そう。Man, jetzt kriegt sie voll den gummeligen Wagen, weil ich nicht mehr weiß, was man für den guten machen muss. Scharin ga aru tokoro to ieba... Scharin... Taiya? Kuruma? Ah, are da yo, are! Ano kuruma! Ich weiß nicht, ob wir Autoreifen an Blumenwagen schrauben sollten. Kora! Dakara, mate itte no! Wir bauen voll den Mutantenwagen. Ano kuruma tte iwarete mo na... Ich meine, gammeliges Holz, Autoreifen, zusammengehäkelt mit so einem mieseligen, kaputten Werkzeugset. Ich weiß ja nicht, du. Ich weiß ja nicht. Jatto Resschen ga kimashita yo. Nagakatta desu ne. Vielleicht können wir auch Räder vom Zug abschrauben. Resschen ni noreba. 5番街スラムのマーケットに行けますよ. Deutet das, wir fahren immer mit dem Zug? Klang ein bisschen so. Kunzel schon wieder, na? Oh nein, Kunzel ist depressiv, Chat. Alles zerbricht. Hollander hat doch diese Repliken angefertigt und auf Shinra losgelassen, nicht? Und weißt du was? Lazard soll das Ganze gefördert haben, durch Unterschlagung von Firmengeldern. Das Motiv der beiden soll Rache an Shinra gewesen sein. Nach Holländer kann ich das ja verstehen, aber Lazard? Für sein Alter war er schon weit die Karriereleiter rauf und er hat außerdem immer einen sehr rechtschaffenen Eindruck auf mich gemacht. Warum sollte er Groll gegen die Firma hegen? Obwohl, einmal hatte er in einer Rundmail was über Verbitterung geschrieben. Rektor Shinras Sohn wurde unlängst zum Vize ernannt. Ob Lazard auch auf diesen Posten aus war? Vielleicht waren sie Boyfriends und dann hat er ihn einfach gekorbt, um Vizepräsident zu werden. Kann passieren. Mann, arme Kunzel, ey. Was soll ich denn da noch zu sagen? Zack schreibt auch nie zurück, ne? Das ist eigentlich... Also, dass du nicht mal so eine A- oder B-Antwort zurückschreiben kannst, wie, oh, Kunzel, das tut mir aber leid. Oder, oh, Kunzel, mach dir keine Sorgen. Das ist voll sad. Zack bekommt die ganze Zeit E-Mails, aber Zack kann nicht schreiben anscheinend. Das ist sehr traurig. Also, das ist schon ziemlich traurig eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Veränderte Kommandohierarchie. Zack, wo bist du wohl im Moment? Das heißt, Lazard sei verstorben. Er war so ein lieber Mensch. Möge er in Frieden ruhen. Wer jetzt wohl die Leitung von Soldat übernimmt? Ich, ist ja logisch. Unsere Zukunft ist mehr als ungewiss. Zu wem kann ich in solch unsteten Zeiten noch aufsehen? Nun zu dir natürlich. Ein frohes Gemüt ist in Wirren wie diesen genau das, was Soldat braucht. Ich folge dir bis zum bitteren Ende, Zack. Wenn du das mal nicht bereuen wirst. Nee, weißt du, wer der neue Anführer wird? Sephiroth. So nämlich. So und nicht anders. Meine beiden Shinra-Homies, ne? Auf die ist Verlass. Entschuldigung, kann ich mal durch? Ich schätze, das heißt nein. Okay, ein Auto. Gab es in der Loveless-Gasse nicht ein Auto? Sono Fubo. Anta. Shinra Company no Soldier kai? Ja, Zack hat ja nie Zeit. Er hat einen Beruf und eine Freundin. Da hat man keine Zeit für Social Life? Für Freunde? Hallo? Entschuldigung. Ah, Soldier no Zacks. Yoroshi. Shinra Company の人間が偉そうに。最近はミッドガルやカーム周辺に大量のモンスターが出没しているらしいじゃないか。お、ob das vielleicht eine Anspielung auf die Schlange ist? ミッドガルの周りで？ああ？そんなことも知らないのか？ソルジャーのくせに。一ついいことを教えてやろう。生命学の伝説には。ウェポンと呼ばれる星の守護者が存在する。星の危機を感知して覚醒し、星にとって悪しきものを滅ぼすそうだ。それがモンスターと関係あるのか？星にとって悪しきもの。シンラカンパニーはそれに当てはまると思わないか？面白いこと言うね。単なるモンスターだろ？ウェポンだなんてバカバカしい。
wie sie Weapon einfach mit Armor übersetzt haben. Nun. Will er mir damit also sagen, dass Mission 211 seine Weapon beinhalten wird, früher oder später? Weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich habe ja auch selber noch nie alle Missionen gemacht. Irgendwann muss ich das aber mal machen. Nein, der Sephiroth-Fan? Oder Angeal-Fan? Weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist sie weg. Als sie gehört hat, dass er verstorben ist, wahrscheinlich. Die haben es echt auch nicht leicht, ne? Dann sucht ihr halt neue Sponsoren und heul nicht rum. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, so hot wie der ist. Genese-sama. Ja, geh mal arbeiten. Leg ihn mit einem reichen Club zusammen. Ja, es gibt doch mehrere Genesis-Fanclubs. Mach das mal. Oh. Das heißt Baka-Ringo. Kann ich dir noch einen Tipp geben? Nee? Schade. Das war wohl nicht die richtige Antwort, ja. Das ist jetzt blöd für sie. Noch irgendwelche dubiosen Gestalten? Nein? Okay. Dann suchen wir mal das Auto für unseren Blumenwagen-Mutanten. Nanu? Cloud, bist du's? Doustanda, konna tokoro de. Zack-san, gozonji desu ka? Saikin, Utai Zantou ga han shinra soshiki o tsukuro to shite iru rashii desu. Ach nö. Utai ga? Utai sensou de shuryoku toshite katsuyaku shita tokushu butai, Engetsurin ga chūshin ninatte iru yō desu. その偵察部隊が民間人を装い、スパイとして侵入しています。円月林、ああ、あいつらか。確認されているスパイは合計6人。ミッドガルのどこかに潜伏しているはずです。手がかりをもとに調べているのですが、まだ見つけることができません。うわ、ノン。ありがとうございます。では手分けして探しましょう。1人目のスパイの情報です。8番街に潜伏していることまで絞り込んでいます。挙動不審な奴らを見つけたら確保してください。ウータイ兵の変装は完璧です。姿形に騙されないでください。Vielleicht bist du ja der Spion. 6 Zivilisten. Okay. Ja, vielleicht finden wir sie ja. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Du bist aber nicht der Spion, oder? 1人目のスパイの女王。8番街、ウータイ。Nee? Okay. Das wäre irgendwie witzig.Ihr seid bestimmt Kinderspione. Bist du der Spion? Hara, Soldier-san. Ich möchte nur fragen, ob du den schwarzen Chocobo auf dem dandy Shinshi kennst? Mhm. Bestimmt, ja. Uso, du kennst ihn auch? Der Mann ist ein cooler, nice Guy mit dem Tengaron Hat, oder? Bist du es, Irvine?この間カームに行ったんだけど、その途中でモンスターに襲われちゃったのよ。Vielleicht ist es doch Tifas Vater. 最近ミッドガルやカーム周辺でモンスターが暴れてるって言うじゃない。その時現れたのが漆黒のチョコボに乗った彼。素敵な人だった。そこいらのソルジャーよりよっぽど頼りになる方だったわ。Excuse me.
Girl, dünnes Eis. Ach, vielleicht deshalb auch dieses Plakat, ne? Man weiß es doch alles nicht. Man kann doch so viel machen gerade, ne? Man merkt schon, dass wir möglicherweise nicht zurückkommen. Also hier machen wir all die Sachen, ne? Dann sei die bigger person. 今、あっちと合併したら、リンゴのジュエリーくれるって。たくさんあるってよ。リンゴのジュエリー？わかりました。そこまで言うなら、交渉のテーブルにはついてあげましょう。誤解しないでください。物に釣られたわけじゃありませんよ。あなたの情熱に心打たれたのです。あ。So, Fanclub gerettet? Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Da ist der Wagen. So, wer von euch ist denn ein Wutai-Spy? Keiner, hm? Bin immer wieder überrascht, wie viel Sidequests das Spiel eigentlich hat. Wenn man sich nur drauf einlassen würde. Übelst krasse Karre, ja. Ima, Wagon no Zaireo wa atsumete iru nda. Sore de anta ni tanomi ga aru nda kedo. Tanomi datte? Naruhodo. Sono Aeris tte onna no ko ni hana uri wagon wo tsukutte yaru wake ga. Seishun da ne. Er ist so neidisch auf mich. Sind das jetzt seine alten Reifen oder hat er die schnell von seinem Wagen abgeschraubt? Ich glaube nicht, dass Aerith 230 Stundenkilometer laufen kann, aber danke trotzdem. Wenn sie mit einer Meteorgeschwindigkeit vom Himmel saust, vielleicht. 230 km/h, Junge. Für einen Blumenwagen. Zack kann das. Bretter zusammennageln, Dinger dran, fertig. 参考書は僕がすでに用意してるのさ。 Kann nicht so schwer sein eigentlich. な、何その目盗んだんじゃないよ。 Bist du da auch ganz sicher? あれあれ? Nein, er hat sie verloren. Nein. 大変だ。落としちゃったみたい。 Oh Bruno. We don't talk about Bruno, genau aus dem Grund. Sonna, daijina mono da kara otakara ire ni shimatte oita no ni. Otakara ire? Shinrahen no metto, zutto mai ni hirottan da. Hey, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Shinrahen no metto, doko ka de mita yo na. Oi, sore o otoshita no tte sa. Einfach weggedüst, Mann. Wie der eine Typ aus Pokémon. Barry oder wie er heißt. Dann speichern wir erstmal. Und düsen zurück zur Kirche. Halbe Stunde nicht gespeichert. Schlimm sowas.
ヘイ、そこのピチピチギャル、俺と一緒に青春しないか、ヨー。ヨー、hast du auch was dazu zu sagen? どうしようかな。顔は3点、あとは財布次第ってとこね。Also bei der Anmache könnte er bei mir aber nicht landen. Sieht sie aber scheinbar anders. Sei ihr gegönnt. Ey, bist du zufällig Spion? Ach was, du warst im Cosmo Canyon? Ima, Sekaiju de Shinra Company ga nani o yatte iru ka, anta yori mo kuwashii to omou yo. Hätte sie ja mal gleich sagen können. Na gut, wo ist mein Zug? So ein Blumenwagen baut sich ja nicht von allein. War die eben schon da? Ist neu. Ach, das ist die Mutter. Tomenai de chodai. Anjiru-sama o sagashi ni iku tte kimeta no. Nani itteru nda yo? Kodomo wa dou sun da yo? Anjiru ga koko ni itara, nante iu to omou? Hey, zwei Spider-Man 2 DLCs? Verpasse ich gerade eine Direct oder so? Einfach so? Eine Mutter ohne Ehrgefühl ist ein Monster. So. Monster to onaji? Tashika ni. Anjiru-sama nara sonna koto. So was wird er sagen. Wow, okay. Da soll noch mal einer sagen, Twitter wäre nicht wichtig. So, ne? Kaette, Anjiru mitai na rippana otoko ni sodatete yare yo. Anata no yuu tori ne. So, Happy End doch fürs Kind. Halt dich noch mal. Sieht was, wenn ich zurückgehe. Ach, ihr habt den dicht gemacht? Oh. これからは息子と二人で森林の会を運営していくの。Ich glaube, der ist noch nicht alt genug dafür. お礼にあなたをファンクラブの特別会員にしてあげるわ。これからもよろしくね。Naja, hey, aber zumindest einen Fanclub. 母ちゃんが母ちゃんらしくあるためにはファンクラブが必要だってわかったんだ。だから俺、母ちゃんの活動を手伝うことにしたよ。そしたら母ちゃんといつも一緒にいられるもんね。どうして気がつかなかったんだろう。Aber das ist irgendwie ganz süß. Bin noch ein bisschen traurig, dass wir den Sephiroth Fanclub verkackt haben. Der ist nämlich eigentlich ganz lustig. 勉強班が合併の話を提案してくれたの。Aber leider wollte die mich nie. Ich glaube, die muss man als erstes ansprechen, damit es funktioniert. Wenn die Geschichte gut geht, können wir den Genesis-Fanclub weiterführen. Du hast die Geschichte gebracht, so, ne? Danke. Ich werde dich als Sonderpräsident des Fanclubs. Aber zumindest... Oh! Guck mal, es hat sogar gereicht. Man muss gar nicht alle glücklich machen. Ja, Wahnsinn. Guck mal, so schnell geht's. Die wollte ihre 7 Inches of Sephiroth einfach nicht teilen. So sieht's nämlich aus. Die wollte die 17 Inches einfach nicht teilen. Aber anscheinend brauchen wir sie auch gar nicht für die Trophäe. Das läuft ja bisher eigentlich. Weißt du, ich bemühe mich nicht mal. Wir haben auch ein, zwei Sachen schon verpasst. Ich bemühe mich nicht mal. Läuft aber eigentlich trotzdem ganz gut so. Das ist ganz schön wild, wenn man drüber nachdenkt. Oh. Du willst doch nur wieder das Minigame mit mir machen. Ich kann das aber nicht schneller. Hm?
Ja, kakoi, Nita. Wieder Mathe? Nee. Ach so. Wir haben schon einmal gewonnen, das muss reichen. Das muss ja auch irgendwann mal genug sein. So, zur Kirche geht's da lang. Die Slums von Sektor 5 sind ja auch tatsächlich relativ kompakt eigentlich. So, ist der Helm noch da? Ja. Da liegt er doch. Das ist aber auch eine merkwürdige Aufbewahrungsbox. Stell dir vor, der steckt da seine Pausenbrote rein. Also wenn er zur Schule gehen würde. Was er nicht tut. Bisschen eklig. Wer weiß, wer da schon alles reingeschwitzt hat, außer Cloud. Haben die Slums nicht sogar Schulen? Ja stimmt, wir waren im Remake in einer, ne? In Sektor 7 gibt's, glaube ich, tatsächlich. Wobei, das ist ein Waisenhaus. Mit so bisschen Schule. Also ich glaube, es ist mehr Waisenhaus als Schule, aber so ein bisschen Bildung kriegen sie, glaube ich, schon. Nur halt nicht. Also ich glaube, um Raketenwissenschaftler zu werden, reicht's nicht, aber so Basics. まさか死んだ兵のネットに、お宝が入ってるとは思わないでしょ。わあ、フェアラポンク。ストリートチルドレンの知恵ってやつさ。ストリートスマート。さて、材料はこれで全部揃ったね。エアリス、待ちくたびれてるかもよ。僕はこれで失礼。あれ、一緒に行かないのか？ 僕は空気読める子だよ。 Street smart. Er will nicht stören, Ted. またワゴンの材料集めやろうね。 ミッドガル中を探せばもっと違う材料が見つかるかも。 じゃあね。 Bye bye. さて、行くか。 エアリス、随分待たせちゃったな。 Vielleicht hat der Angel-Klon sie auch schon aufgegessen. Wir waren ganz schön lange weg. Da ist sie. Da sitzt sie. So süß und unschuldig, wie sie immer ist. Na, Mädchen? おかえり、ザックス。材料集まったみたいだね。じゃあ、花売りワゴン作ろっか。 Wir haben gar keine Säge. なんか、とってもいい感じ。材料の組み合わせ、完璧だね。 Zack her das Ding. Nanka. Kawaiiku nai ne. Er ist schon. Soka. Ma ii janai. Main wa hana nan da kara. So schäbig ist er gar nicht. Nattoku dekinai. Zeitaku iwanai. Sasayaka na kibou itta dake. Sasayaka dakedo takusan aru ndaro. Atari. Kiku? Nanko aru no? 23 Babys? Das wird aber teuer. Hat sie schnell aufgeschrieben. Alle 23. Alle 23 Babynamen. Chihono Makoro Shuhen ni Monster ga Tairio Hase. Makoro Kimusha ga Zein Shosok Fume. Als ob sie mit gar Kindergeld gibt. Ich bitte dich. Shawa, Chosa no Tameni Aratamete Soldier wa Haken Surkotonista. Oreto Omae ga iku. Ryokai. Dosta. Ja, hora.
例のあれ何か分かったのかと思ってきたから。消息を絶ったソルジャーたちはラザードを追っていた連中だ、うん、しかも彼らはポッド型の奇妙な装置を付近で見つけたらしい。それってホランダーの？おそらくモデオヘイムから奪われたものだ。ってことはラザード、ホランダ、ジェネシスも会いに行かなくてはな。うん、早く行こう。ではまずソルジャーフロアへ行け。お前と同行する兵士たちの準備が整い次第出発だ。了解。俺たちが命じられたのは魔航路の調査だ。古い知り合いのことは何も言われていない。場合によっては俺はシンラを捨てるかもしれない。それまではシンラの従順なソルジャーだ。Mit seinen Schlangenaugen. Te, 誰も来ないな。Oh, Zax. Gunle. Sephiroth さんと一緒に新しい任務に行くんだってな。俺もコンドルフォートの魔航路調査に行くことになったんだ。しばらくお別れだな。そうだな。お別れか。え、俺との別れがそんなに寂しいのか？ Ich bin traurig, weil ich dich liebe, Mann. Ich meine, die No-Homo-Antwort oder die Lass uns zusammen durchbrennen, Kunzel, weil ich unsterblich in dich verliebt bin, Antwort. Aber dann müssen wir den anderen Homie eigentlich auch noch mitnehmen. Full Homo Road, okay. Scheiß auf Aerith. Scheiß auf Viber. Was geht's? Ureshii koto itte kureru ne. Demo, jigau daro. Ki ni natteru no wa Slam no kanojo daro. Ach, na, mada jikan ga aru ndaro? Shuppatsu no mae ni ai ni ike yo. Daijoubu, daijoubu. Sephiroth san ni wa ore ga umaku itte oku kara. Ist das so? Na, ich weiß ja aber nicht, ob das stimmt, du. Mada jikan ga aru ndaro? Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Hat er mich eigentlich gerade gekorbt? Es hat sich ein bisschen angefühlt wie ein Korb. Ich bin ehrlich. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie... eigentlich magst du Aerith doch viel lieber als mich. Ja, Miss Stiefel. Die konnten noch mal was genau? Okay, warte, lass mal das hier upgraden. Schützt vor Stopp. Schützt vor Stopp ist eigentlich eine gute Sache. Eigentlich eine ziemlich gute Sache. Ist aber ein bisschen verdächtig, dass sie jetzt alle Mako-Reaktoren begutachten sollen. Ach, den Coral, sagst du? Interesting. Haben wir den eigentlich jemals gesehen? Den Unterwasserreaktor in Junon? Das könnte für den einen Rebirth-Trailer nämlich sehr interessant sein. Hm. Wisst ihr, was auch lustig ist? Marlene gibt's, glaube ich, noch gar nicht. Ich glaube, Marlene ist noch gar nicht auf der Welt. Oder wenn, dann knapp. Aber ich meine, ist sie nicht erst 4 oder so? Die ist doch noch gar nicht mal so alt. Wer weiß, was der Barrett gerade macht?
今各地のマコーロでモンスターが大量発生している。 Kein Baby, so viel sicher, aber sonst 俺も行くことになったよ。行き先はゴンガガマコーロさ。 Der darf zu mir nach Hause und ich nicht? Warum werden wir nicht zum Gongaga-Reaktor geschickt? Warum wohnt Zack überhaupt in der Stadt, wo es einen Reaktor gibt? Das wäre doch mal die viel wichtigere Frage, finde ich.